Achtung, Achtung! Snail Mode incoming! Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Hombre, der Consolero mit Sombrero, heute mal wieder mit einem neuen Spot-Video für Battlefield Hardline. Ihr seht es schon im Hintergrund, es geht auch heute noch einmal um die neue Map The Docks aus dem Robbery DLC, die hat's mir irgendwie angetan. Ich wollte gern noch etwas finden, das man für den Modus Team Deathmatch anwenden kann, da dies zum einen natürlich der meistgespielte, zum anderen aber auch mein Lieblingsmodus ist. Und tatsächlich ist es mir gelungen, einen neuen Spot zu finden, der auf YouTube noch nicht veröffentlicht worden ist und der mir, um ganz ehrlich zu sein, auf den ersten Blick gar nicht so außergewöhnlich erschien. Ich dachte mir, ist der Spot wirklich gut genug, um daraus ein Video zu produzieren? Oder dachte ich mir, es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden, nämlich den Spot einfach in einigen Runden TDM auf Herz und Nieren zu testen und ich muss sagen, wow! Gleich in der ersten Runde habe ich aus diesem Spot ein geschmeidiges 23-2 rausgehauen und auch in den folgenden Runden konnte ich immer so eine 10er bis 15er KD halten. Der Spot scheint zunächst eher unauffällig, kein God-Mode, nicht sonderlich viel Bewegungsfreiheit und wenig Deckung, aber der Spot hat eines im Überfluss, das man niemals unterschätzen sollte, und das ist Überraschungsmoment. Niemand wird auch nur im Allerentferntesten an dieser Stelle mit euch rechnen und genau das gibt euch den ganz entscheidenden Vorteil. Schauen wir uns der Übersicht halber wieder ganz kurz auf der Karte an, wo sich mein neuer Spot befindet. Ich zeige euch jetzt direkt mal, wie man in diesen Spot gelangt und gebe euch dann noch ein paar zusätzliche Tipps und Tricks. Schritt 1, ihr benötigt einen Kletterhaken. Jedoch könnt ihr nicht direkt mit dem Kletterhaken in den Spot rein, sondern ihr müsst zunächst auf das Dach dieses LKW klettern. Von hier aus müsst ihr nun eine Zipline spannen, so wie ihr es im Video sehen könnt. Die Zipline muss dabei so hoch wie möglich gespannt sein, das ist besonders wichtig, sonst werdet ihr nicht in den Spot kommen, sondern immer wieder abrutschen und runterfallen. Dreht euch bereits kurz vor Erreichen des Spots ein wenig nach links und springt dann von der Zipline ab. Bewegt euch dabei gleichzeitig ein wenig nach vorn, dann sollte es klappen. Und wie gesagt, jetzt hier noch ein paar kurze Infos von mir, wie ihr das Maximum aus diesem Spot herausholen könnt. Soundwhoring ist für diesen Spot besonders wichtig. Gegnerische Schritte sind auf dem Schiff besonders laut und wenn man ein gutes Gehör entwickelt, kann man schon vorab erkennen, von wo ein Gegner kommen wird. Ihr müsst in dem Spot ein kleines bisschen aufpassen, denn ganz in der Ecke ist ein kleiner Schacht, in dem man leicht runterfallen kann, wenn man nicht gut aufpasst. Einmal in diesen Schacht gefallen, kommt man nicht mehr heraus und es bleibt einem nur noch ein manueller Redeploy, was immer ein wenig ärgerlich ist, also passt da ein wenig auf. Dieser Schacht hat aber auch sein Gutes, denn das angesprochene Überraschungsmoment geht natürlich in jeder Runde irgendwann verloren, wenn man denselben Gegner mehrmals getötet hat und dieser dann nach Rache sühnt. Stellt euch also darauf ein, dass diese Gegner ganz gezielt zu euch kommen werden, um euch ein paar kleine explosive Geschenke zuzuwerfen. Das Gute an dem Spot ist aber, dass gegnerische Granaten in aller Regel in diesen Schacht in der Ecke fallen und euch keinen Schaden zufügen, wenn ihr es richtig anstellt. Gefahr Nummer 2 sind Brandgranaten. Aber auch dafür hat das Robbery DLC ja genau das richtige Hilfsmittel implementiert in Form des Feuerschutzmasken-Gadgets, welches euch zu 100% vor Feuerschaden schützt. Somit können euch Molotow-Cocktails bzw. Brandgranaten nichts mehr anhaben. Jedoch hat dies zur Folge, dass ihr entweder auf Kletterhaken oder Seilrutsche verzichten müsst und diese waren doch schließlich beide notwendig, um überhaupt erst in den Spot zu gelangen. Also wie stellt man das an? Ein Spawn-Beacon ist leider nicht die Lösung, mit dem könnte man ja eine andere Klasse für einen neuen Redeploy in dem Spot nutzen, leider jedoch kann man in diesem Spot keinen Spawn-Beacon platzieren und wie schon im letzten Glitch-Video können auch hier leider keine Teamkameraden bei euch spawnen. Was ist also der Trick? Ich zeige es euch. Ihr könnt es auf die folgende Art und Weise auch ohne den Kletterhaken schaffen, auf den weißen LKW zu gelangen und könnt so die Feuermaske anstelle des Kletterhakens ausrüsten, um eure Gegner zur Weißglut zu bringen. Beachtet auch, dass dieser Spot nur in Team Deathmatch erreicht werden kann, denn in den anderen Modi wie Blood Money oder Conquest beispielsweise steht der weiße LKW nicht an dieser Stelle und selbst wenn ihr eigenständig ein Fahrzeug an dieser Stelle platziert, könnt ihr von dem Dach dieses Fahrzeuges aus keine Seilrutsche schießen. Gut Jungs und Mädels, wenn ihr diesen Spot selbst mal ausprobiert habt, lasst mir mal euer Feedback da, wie es bei euch gelaufen ist, das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Alles klar, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like und ein Abo da, das hilft meinem Kanal weiter voranzukommen und dann würde ich sagen, sehen wir uns sicher schon ganz bald wieder. Bis dahin, euer Ombre.